Hallo meine Lieben, ich bin euer Odo, zurück mit unserem Let's Play Europa Universalis 4 mit Österreich. Wir haben gerade den War of Succession Krieg mit Böhmen gewonnen. Finde ich gut. Als nächstes bereiten wir uns wieder vor auf den Krieg mit anderen Leuten. zunächst einmal einfach mal mit Venedig. Aber dieses Gebiet schon, ja. Istrien wäre noch schön, dass man das, wenn wir das noch in unsere Sphäre aufnehmen könnten. Beziehungsweise, das könnte man eigentlich den Ungarn geben, falls wir einen Krieg führen, das nächste Mal mit Venedig. Weil Ungarn möchte ich sowieso in eine Personalunion mit uns bringen und dann gehört uns Ungarn so oder so. Ich glaube, dass Istrien jetzt ihnen gehört oder uns gehört. Dann können sie das für mich koren und wir übernehmen das dann vielleicht irgendwann einmal. Na gut, das ist mal das eine. Das andere ist, wir wollen ja möglichst schnell möglichst viele von diesen Reformen durchbringen. Dafür brauchen wir da möglichst viele Punkte. Und wenn wir uns das anschauen, sehen wir, ganz unten steht: There are currently 15 provinces in the Empire under the control of non-member states or subjects of non-member states. This reduces imperial authority by minus 0.07 every month. Das heißt, 0,07 Punkte könnten wir alleine deswegen mehr haben, wenn diese Gebiete hier, die hier so gestrichelt sind, nicht gestrichelt wären, sondern richtig schön grün, so wie die anderen Gebiete auch. Da oben gibt es Holstein, das gehört den Dänen, das könnten wir mal entsorgen vielleicht. Und hier gibt es vor allem Gebiete von Burgund und deren Verbündete. Das heißt, Burgund ist definitiv das nächste Ziel unserer Aggressionen. Burgund hat außerdem England und Frankreich als Rivalen, das ist cool. Und ist nur mit Hamburg verbündet. Allerdings haben sie, glaube ich, mehr Armee als wir, oder? Kann das sein? Denken wir mal die Rivalen noch. Ich glaube, Burgund ist ein Rivale, ja. 15.000 Truppen gegenüber unseren 24.000, 25.000. Finde ich gut. Also da sind wir auch stärker. In Wirklichkeit sollten wir möglichst schnell mit denen Krieg erklären. Was wir auf jeden Fall auch machen ist, wir werden unsere Allianz mit Köln, ich habe mich entschieden dafür, mit Köln die Allianz zu brechen. Einfach deshalb, weil sie zurzeit wenig Truppen haben und weil sie Trier. Das ist Trier, da ist, nein, das ist Liege, wo ist denn Köln, verdammt nochmal. Aachen, Köln da. Köln hat noch diese beiden Gebiete und die werden immer belagert in einem Krieg. Das ist absolut bescheuert. Das heißt, Köln sagt Tschüss zu unserer Allianz. Das war sowieso nur auf Zeit. So, und dann schauen wir mal, was passieren würde, wenn wir denen den Krieg erklären wollen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das überhaupt können. Schauen wir mal. Humiliate Rival. Ah, verdammt, ich habe diesen Kriegsgrund nicht. Gibt einen Kriegsgrund. Ah, und der hat seine ganzen Vasallen dabei und Hamburg.
Es gibt einen Kriegsgrund, der entsteht, wenn wir ihm verlangen, dass er Land hergibt. Demand unlawful territory has no non-core province that is a part of the empire and that has not been liberated from a non-imperial country. Was? Has no. Ah, das sind lauter Cores, die er hat, deswegen. Verstehe. Das heißt, von dem ist das gar nicht mehr so einfach zu kriegen. Das müssen wir irgendwie anders machen. Von dir können wir das natürlich auch nicht verlangen, ist eh klar. Okay, wir haben keinen Casus Belli gegen dich einmal. Aber du hast auch recht wenig Verbündete, Norwegen und Schweden. Das sind deine zwei Spezies. Mhm. Aber, ha, wir grenzen ja an den. Das heißt, wir könnten da eigentlich ein Spy-Network schaffen. Das ist gut. Vielleicht kann man auf diese Art und Weise Luxemburg zum Beispiel könnten wir gründen. Und vielleicht könnten wir die Vasallen freikriegen, dass sie Teil vom Heiligen Römischen Reich werden dadurch. Okay. Keine schlechte Idee. Ja, die Personalunion mit Ungarn ist natürlich, wäre natürlich auch schön, aber wir sind zurzeit mit denen verbündet. Und ich finde, das Bündnis ist relativ sinnvoll derzeit. Einfach deshalb, weil die beschützen uns. Andererseits natürlich, wenn wir eine Personalunion mit ihnen hätten, dann bräuchten wir die Allianz nicht, weil dann würden sie uns so oder so unterstützen. Was ich damit meine ist, wir haben eine Royal Marriage und die ist ein bisschen problematisch. So, außerdem haben wir hier noch einen Haufen Truppen, die nicht konsolidiert sind, oder die sich noch weiter heilen müssen. Plea for help with rebellious nobles. Has come to our attention that the free city of Nuremberg is struggling with land-owning nobles that dislike Nuremberg status. The country asks for your help to rebuke the nobles and make them accept Nuremberg as a free city. Die free cities bringen uns auch mehr Autorität. Das finde ich also gut, dass es die gibt. They will have your, our help. Was? 50 Diplo-Punkte verlieren wir? Und Nürnberg mag uns mehr. Und was ist da unter... Wir verlieren 2 Imperial Authority. 2 sind... Das sind 20 10 Monate. Das ist ein Jahr. Arr. Na, wir haben gesagt, wir gehen mit dem Dings. Wir gehen mit den... wir machen die, wenn möglich, die das Imperium so schnell als möglich. So, vielleicht sollten wir nicht mit Urbino uns freundlich, gut Freund machen, sondern eher mit Böhmen. Wobei, das steckt eh von alleine.
gibt es nur Dinge, die besser werden derzeit. Interessant, das haben sie wieder zurückerobert. Die haben die ärgeren Probleme mit Rebellen derzeit offensichtlich, die Burgunder. Wir könnten eigentlich auch versuchen, Burgund zu heiraten. Ah, nein, das will ich nicht. Nö, Burgund hat keine nachkommenlosen Typen. Der hat Dings, der hat einen Erben. Der Karl der Erste von Burgund. Puh, das ist ein guter Herrscher sogar. Wie ist das eigentlich mit unserem Nachfolgen? Ist der gut oder nicht gut? Ladislaus. Gut. Ich habe zwar jetzt auf Administration, aber vielleicht sollten wir eher den nationalen Fokus auf Diplomatie richten. Ja, wobei andererseits unsere Herrscher sind eh gut in Diplomatie, also zumindest der jetzt. Wir sollten vor allem die Power Projection raufkriegen. Wenn die auf 50 ist, dann... Wenn die auf 50 ist, dann kriegen wir noch einmal plus 1 für alle. Außerdem wollen wir noch mal Böhmen anschauen. Ja, und minus 128 nur noch. Schau, schau. Bald mögen sie uns. Ja, trotzdem. Gehen wir von denen weg. Die mögen uns eh recht gern. Was? Nein! Ah, unsere Goldmine! Unser Rieseneinkommen! Ihr Wappler! So, wartet's mal. Null. Null. Wir haben da minus 3. Wenn wir da die runtergeben, haben wir auf plus 7. Aber dafür haben wir keine Autonomie mehr. Also das könnten wir uns aber da anschauen. Autonomie reduzieren ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Bis 1487. Warum ist denn das so niedrig? Separatisten sind plus 11. Nein, wir werden die Autonomie nicht runtersetzen. Die Separatisten sind noch eine Weile da. Das geht eh von alleine runter. Wir könnten die ein bisschen glücklicher machen. Das würde unsere Steuern auf jeden Fall erhöhen. Ja,
die glücklicher zu machen, wäre natürlich auch schön. Aber gut. Warte mal, haben wir eigentlich noch eine Gold... Irgendwo habe ich mal gesehen, dass es noch Goldminen gibt. Warte mal, wie kann man sich denn das anzeigen? Regrettably, we have lost the diplomatic insult against Baden. Ist mir wurscht. Wirtschaft? Nö, da sieht man es nicht. Aber irgendwo bei der Wirtschaft sieht man es sicher, oder? Trade Goods, das da. Da gibt es noch ein Trade Good in Hont. Da gibt es noch Gold. Das wollen wir auf jeden Fall auch erobern noch. Oh, da gibt es auch noch einen Jab. Können wir die eigentlich verbessern? Nö. Okay, da gibt es noch eine Goldmine und da gibt es noch eine Goldmine. Die sind natürlich schön reich. Die wollen wir dann im Endeffekt haben. So, ist Silesia eigentlich noch immer... Ist Silesia eigentlich noch immer ein Vasall von Böhmen? Das ist ja lustig. Das heißt, wir haben Böhmen als Personalunion und Schlesien als Vasallen von Böhmen. Das heißt, wir kontrollieren indirekt Schlesien eh auch. Sobald wir Böhmen erben, kriegt Schlesien schon uns. Gut. Liberty Desire geht runter bei denen. Ihr ganzes Heer, das die da haben. Ist ja lustig. Da ist eine Burg drauf. Ha, warte mal. Wir haben uns da jetzt einen Claim drauf. Und dann schicken wir mal Truppen darüber. Ah, okay, wir schicken keine Truppen rüber, verdammt. Wieso können wir nicht durch die Schweiz? Wenn wir jetzt dann denen den Krieg erklären würden. Der Papst kontrolliert den Papst. Finde ich gut. Nein, 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 nein. Wie ist das eigentlich mit dem Papst? Der mag mich. Mag mich der? Nö, der mag mich nicht. Mit dem werden wir nachher auch versuchen, wieder Friede, Freude, Eierkuchen zu machen. Wir werden für den nächsten Krieg vielleicht Urbino als Aggressor verwenden. Wenn Urbino habt ihr ja genau. Urbino verlangt diese Gebiete da auch. Lieber wäre es mal, wenn ihr das da verlangen würdet. Das auch noch, wenn geht.
vielleicht ist es dann besser, wenn wir Urbino als Angreifer verwenden für unsere Wenn wir euch jetzt den Krieg erklären, würde denn um Franche-Comte Mainz wieder mitmachen, wenn wir wollen? Bin mir gar nicht so sicher, ob ich das will, dass die mitmachen, aber gut, andererseits, was soll's. Viel Schaden können die auch nicht anrichten. Böhmen und Urbino machen natürlich sowieso mit. Dann könnte man Franche-Comte erobern, Luxemburg befreien und vielleicht die Vasallen freidrücken von ihm, die ein Teil vom Reich sind. Und unsere Power Projection raufschieben. Na okay, das versuchen wir doch glatt. Ah. Mainz, wollen wir die möchten nochmal? Na okay, machen wir mit. Lass mal mitmachen. Habe ich vergessen. So, warte mal, wer war der Verbündete in Deutschland? Hamburg. Hamburg werden wir als erstes rauswerfen. Da ist Stade, da ist Bremen. Das heißt, hier muss irgendwo Hamburg sein. Gehen wir mal darauf mit euch. Ist das derjenige, der gut belagern kann eigentlich? Nö. Du kannst nicht belagern. Der Friedrich kann gut belagern. Friedrich, du gehst daher. Wie ist der beste Anführer, den wir haben? 1-3-3. Ja, du machst auf den da. So, das gehen wir mal weg. Das brauchen wir nicht mehr sehen. Ja, ja. Das ist uns auch egal. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir es sehen. Gerade rechtzeitig sind unsere Truppen fertig geworden. Finde ich gut, dass du da belagerst. Ich bin mir gar nicht sicher, wenn wir den angreifen würden. Ob wir dann nicht die Verteidiger sind sogar. Sundgau ist ja doch zu was gut. Ausgezeichnet. Was machen diese Typen da? Die stehen da einfach rum und greifen Mainz an. Das ist gut. Den sollen sie angreifen. Ich weiß gar nicht, ob sich Böhmen in der Zwischenzeit schon erholt hat. So. Naja, 16.000, 15.000. Was hat denn... Ah, warte mal. Bleib da, du Babbler. Was haben die eigentlich für einen Militärwert? 4? Was haben wir für einen Militärwert? 3? Wir sind ja urmodig. Vielleicht hätten wir auf das vorher schauen sollen. Ah, mein lieber Odo, du bist ein ziemlicher Wappler, was das betrifft. Was kriegt man denn bei 4? Moral plus 0,5, Taktik plus 0,25. Ist das schlimm, wenn man das hat? Wenn wir da jetzt aber angreifen, was ist denn das für ein Anführer? 233,
ist mehr oder weniger gleich stark wie unserer. Verteidigen wir dann da drinnen? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir verteidigen würden, wäre das natürlich cool. Probieren wir das mal aus. Oder sollen wir vorher abspeichern, bevor wir es ausprobieren? Ich speichere ab, bevor ich das ausprobiere. Ich habe nämlich keine Ahnung, was da jetzt passiert. In Wirklichkeit würde ich ganz gern verteidigen. Was sind das für Terrain? Sieht man. Das ist Hills. Okay. Hills ist, glaube ich, gut. Es gibt uns einen Bonus, sollten wir verteidigen. Ah, wobei die kommen da hier und helfen ihm. Und tatsächlich, wir sind die Verteidiger. So, schauen wir mal. Wir haben Taktik, sind sie auf 3,5 und wir auf 3,2. Ah nein, plötzlich auf 0,7 und auf 0,5. Das ist die Moral, oder? 3,5 und 3,5, also schon stärker als wir. Und wenn die da daherkommen, dann gewinnen sie auch. Oh, sie sind abgehauen. Finde ich gut. Und wir übernehmen die Belagerung. Ich hätte noch länger warten sollen. Ich hätte noch länger warten sollen. Das war nicht klug eigentlich von mir. Wir hätten da ruhig noch länger warten können. So, wie schaut das da aus? Sogar Belagerung 3. Das heißt, Böhmen hat da einen Belagerungstypen hergeschickt. Oder? Nein, Schlesien hat einen Belagerungstypen? Nein. Ah doch, Böhmen. Böhmen hat einen Belagerungstypen. Vielleicht sollten wir da. Naja, wurscht, nein. Bleiben wir da, wo ich alle. Puh. 28.000 Mann in Mainz. Bist du irre? Denen geht's ja wohl nicht mehr gut. Ja, wobei andererseits, wir sollten das auf jeden Fall erobern, weil das ist immerhin unser War Goal. Wenn wir das erobert haben, dann ja, könnt ihr mal einnehmen, wenn ihr wollt. Es bringt euch auch nicht viel. Wenn wir nämlich einnehmen, dann kriegen wir jedes Monat ein paar Punkte zum Score dazu. Na, immerhin, da sind wir auf minus 35%. Komm schon, fallen. Ah, mit einem Zweier nicht. Was mit euch? Hey! Wir haben. Ah, warte mal, wir haben schon zwei Kardinäle? Ich dachte, wir haben nur einen. Na, dann machen wir doch glatt sowas, weil wir wollen schließlich Papst-Controller werden. 16,6% sind 16,6%. Wenn wir nochmal klicken, haben wir sogar eine größere Chance. Nicht 33%, aber
Andererseits, das kostet 10. Beim ersten Mal klicken kostet es nur 5. Und diese Papal Influence ist für diese Sachen da auch recht gut eigentlich. Ah, ich bin so ein Depp. Ich sollte da ja... Na okay, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Ich überlege mal, ob ich vielleicht tatsächlich noch warte mit dem Angriff. Also ob ich von meinem Safe Game aus starte das nächste Mal. Und zwar, um erst reinzugehen, wenn die Belagerung schon etwas weiter ist. Andererseits, ich glaube nicht, nein. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.